Als dieser Elefant nach 50 Jahren aus den Ketten befreit wurde, war seine Reaktion herzzerreißend. Und die Rettungsgruppe stellte fest, dass die Operation viel komplizierter und gefährlicher war, als sie zunächst gedacht hatten. Die Organisation Wildlife SOS in Indien hatte ein Jahr zuvor einen beunruhigenden Hinweis auf einen männlichen Elefanten erhalten, der in der Gegend gefangen gehalten wurde. Das war nach indischem Recht streng verboten, aber es hatte trotzdem Monate gedauert, bis der Fall juristisch geklärt war und das Recht erteilt wurde, ihn gewaltsam aus der Obhut seiner Entführer zu entfernen. Zum Glück waren die besten Männer an der Sache dran. Kartik Satyanarayan reiste schweigend durch die Region Uttar Pradesh in Nordindien. Er saß auf dem Beifahrersitz eines Allradfahrzeugs, das mit 8 Personen besetzt war. Er blickte nach vorne und dachte über die Pläne der Rettungsmission nach, die seit einer Woche ausgearbeitet worden war. Als Mitarbeiter von Wildlife SOS hatte er in seiner Karriere schon viele verzweifelte Tiere gesehen, aber auf diesen Job war er nicht vorbereitet. Zum Glück war Wildlife SOS nicht das einzige Auto, das auf diesem trostlosen Highway unterwegs war. Vor ihnen war ein Polizeiauto und 3 Fahrzeuge der Forstverwaltung. Insgesamt bestand der Trupp aus 22 Personen. Alle Mitglieder waren vor den Gefahren gewarnt worden, denen sie begegnen könnten. Sie waren sich nicht sicher, wie feindselig sie empfangen würden, und mit nur ein paar Polizeibeamten musste sich die Gruppe zurückziehen, falls sie auf zu viel Widerstand stoßen würde. Nach den Informationen, die sie gesammelt hatten, war Rayu als Baby gefangen genommen und verkauft worden und wurde 50 Jahre lang 24 Stunden am Tag in Ketten gehalten. Er war nicht für eine Zirkusvorstellung abgerichtet worden, sondern wurde als exotische Attraktion für Touristen gehalten. Aber heute Abend war Wildlife SOS entschlossen, sein Leiden ein für alle Mal zu beenden und ihm die Freiheit zurückzugeben, die andere Menschen ihm gestohlen hatten. Als Kartik auf dem Gelände ankam, bekam er zum ersten Mal einen Eindruck von dem Ort, und zwar aus nächster Nähe. Bisher hatte er es nur aus der Ferne betrachtet, aber jetzt wurden ihm die Schrecken des Grundstücks bewusst. Es war ein großes Gelände mit verblassten, halb zerstörten Betonmauern. Es war von Zäunen, langem ungepflegtem Gras und Hundegeheul in der Ferne umgeben. Dies war nicht der richtige Ort, um ein so majestätisches Tier wie einen Elefanten zu halten. Im vorderen Gebäude, das völlig unbewohnt schien, war kein Licht an. Allerdings schien ein flackerndes Licht aus einer Hütte auf der Rückseite zu kommen. Die Gruppe ging im Gänsemarsch, Kartik ganz hinten. An der Spitze standen die beiden Polizisten mit Taschenlampen und Pistolen, denn sie wussten, dass dies eine gefährliche Aktion werden könnte. Kartik und die anderen Tierärzte, die Wildlife SOS vertreten, waren unbewaffnet. Stattdessen hatten sie eine medizinische Ausrüstung, Medikamente und Lebensmittel dabei. Ihre größte Sorge galt dem Elefanten. Während er ging, dröhnte eine laute Stimme durch die Luft. Es war ein Schreien, das die Gruppe davor warnte, sich weiter zu nähern. Ein Schuss ertönte und die gesamte Gruppe ging in Deckung. Die beiden Polizisten gaben den Wildhütern ein Zeichen, dass sie zurückbleiben sollten, während sie weitergingen. Kartik war das nicht geheuer. In den letzten Monaten hatte er viele Auseinandersetzungen mit Ajay, dem Leiter der örtlichen Polizeibehörde, gehabt. Fast jeden Tag hatte Kartik ihn angerufen, um sich über den aktuellen Stand des Falles zu erkundigen. Es dauerte nicht lange, bis Ajay seiner Hartnäckigkeit überdrüssig wurde und bald gerieten sie in Streit. Schon früher am Tag hatten sie sich darüber gestritten, wie sie die Aktion durchführen sollten. Ajay wollte die Rettung in den frühen Morgenstunden durchführen, wenn es noch hell war, aber Kartik hatte sich geweigert. Das hätte für den Elefanten einen weiteren Tag des Leidens unter der brennend heißen Sonne bedeutet und er wollte dem armen Tier so viel Leid wie möglich ersparen. Fast eine halbe Stunde lang hatten sich Ajay nicht gerührt und gedroht, den Stecker zu ziehen, weil er das Gefühl hatte, Kartik würde ihn nicht respektieren. Die beiden hatten sich schließlich auf 22 Uhr statt 2 Uhr morgens geeinigt. Eines der Mitglieder war mit einem LKW zum Gelände gefahren, um den Elefanten so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Sie bereiteten sich auf eine Flucht vor, aber Kartik glaubte nicht, dass Ajay sich so sehr darum kümmerte wie sie. Er war mehr mit dem Papierkram beschäftigt. Deshalb fiel es ihm auch so schwer, einen Schritt zurückzutreten, denn es war Ajays Aufgabe, sich sicheren Zugang zum Grundstück zu verschaffen. Er schrie zurück, kam aber langsam voran und hatte den Mann inzwischen als den Eigentümer des Grundstücks identifiziert. Kartik erkannte den Namen. Seine Nachforschungen hatten ergeben,
dass es sich um einen Elefantenreiter handelte, der dieses Tier auch zum Betteln in Allahabad, mindestens 20 Meilen südlich von ihnen, benutzt hatte. Kartik hatte das Grundstück in den letzten zwei Tagen überwacht und Informationen gesammelt, um sicherzustellen, dass der Besitzer nicht vor der Aktion fliehen würde. Nachdem er so viele Monate lang eng in die Operation eingebunden war, war dieser Moment schwierig. Die Pattsituation dauerte Stunden. Kartik und seine Kollegen konnten nichts tun, also warteten sie geduldig. Der Landbesitzer hatte Drohungen geäußert. Doch mit der Zeit gelang es der Polizei, mit ihm zu verhandeln, bis er schließlich einsah, dass es für ihn keine Möglichkeit gab, den Elefanten zu behalten. Wildlife SOS wurde bis zum hinteren Teil des Grundstücks eskortiert. Die Polizei hatte den Elefanten bereits gesehen und bat alle, sich vorzubereiten. In der Mitte eines flachen Betonhofs lag Raju auf allen Vieren. In diesem Moment wurde Kati klar, dass der Besitzer wahrscheinlich mehr Angst davor hatte, dass die Polizei den Zustand seines Elefanten entdeckt, als ihn mitzunehmen. Die Vorderseite von Rajus Rüssel und der Rand seiner Ohren waren gefleckt, bronzefarben und weiß. Die einst weiche, graue Haut war wie Rost zerfressen. Sein Körper war dünn und die Knochen ragten unter der Haut hervor. Und noch erschreckender war die Art und Weise, wie dieses Tier an seinem Platz gehalten worden war. An seinen dicken Beinen hingen Stachelketten, die so eng waren, dass sie Einkerbungen in Rajus Knöchel hinterlassen hatten. Sie waren an nahegelegene Baumstämme gebunden. Obwohl Raju so geschlagen aussah, dass es schwer vorstellbar war, dass er versuchte zu fliehen. Kartik eilte zu Rajus Füßen, löste die Fesseln und begann, das riesige Tier loszubinden, das sich kaum bewegte. Zumindest dachte Kartik das. Von der kleinen Hütte aus brüllte der verbitterte Besitzer Befehle, um den Elefanten ängstlich zu machen und ihn auf seine Retter zu hetzen. Aber Raju hörte nicht zu und Kartik hatte keine Angst. Er lockerte zuerst das hintere rechte Bein. Als er zu seiner Linken hinüberschaute, sah er, wie Ajay das andere lockerte. Die beiden tauschten ein zustimmendes Nicken aus. Trotz all ihrer Streitigkeiten lag ihnen beiden die Rettung des Tieres sehr am Herzen. Aber auch Kartik erlebte noch eine letzte Überraschung. Als er es bis zum Elefanten geschafft hatte, blickte er zu dessen schiefem Gesicht auf. Am unteren Ende des langen, zusammengerollten Rüssels befanden sich die Augen, die im Verhältnis zum Rest des Körpers winzig schienen, aber unverkennbar kullerten Tränen an seinen Wangen hinunter. Kartik brauchte einen Moment, um sich zu beruhigen. Dieser Elefant verstand, dass er gerettet wurde. Er war von seinen Gefühlen überwältigt, auch wenn sich sein Körper kaum bewegte. Und Kartik wischte sich selbst die Tränen von den Wangen. Der Gedanke daran, dass dieser Elefant jahrelang unter schrecklichen Bedingungen gelebt hatte, brach ihm das Herz, motivierte ihn aber gleichzeitig weiterzukämpfen. Bei den Untersuchungen stellten die Tierärzte fest, dass Raju hungrig und erschöpft war. Er war darauf reduziert, Plastikteile zu fressen, die er in der Nähe gefunden hatte, und Essensreste, die von vorbeikommenden Touristen zurückgelassen wurden. Nachdem sie ihn mit richtigem Futter gefüttert hatten, brachten sie ihn langsam zum Lastwagen, gaben ihm ein leichtes Beruhigungsmittel und fuhren ihn in das 350 Meilen entfernte Elefantenschutz- und Pflegezentrum. In den folgenden Monaten erholte er sich erstaunlich gut. Als Kartik ihn wieder besuchte, war Raju nach 5 Jahrzehnten der Unterdrückung wieder ein verspieltes, sanftmütiges Tier geworden. Unter der Vollzeitpflege seines Ärzteteams mit frischem Gemüse, Leckereien und allem, was er wollte, nahm er wieder ein gesundes, stämmiges Gewicht an. Und selbst die Verfärbungen in seinem Gesicht und an den Ohren waren zwar immer noch vorhanden, wirkten jetzt aber eher wie eine goldene Blüte als wie Leiden. Er war endlich wieder glücklich und gesund und sollte den Rest seines Lebens von Menschen umgeben sein, die sich wirklich um ihn kümmerten. Wie hättest du reagiert, als du Raju zum ersten Mal gesehen hättest? Hättest du versucht zu helfen, wenn du ein einfacher Tourist auf der Durchreise gewesen wärst? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.